Und der Rest geht mich nichts an. Und wenn jetzt Schwierigkeiten da sind wegen seiner Alimente oder was immer auch, ich meine, dann bin ich eben da, um ihm zu helfen. Das ist ganz klar. Ich meine, Geld ist jetzt im Moment, also in den letzten Jahren, kein Streitobjekt mehr zwischen uns. Also die beiden Barrieren stehen sich nicht im Weg? Überhaupt nicht, nein. Er ist viel, viel intelligenter als ich. Da ist nicht Unterdrückung und du tust dies und tust das? Nein, ich bewundere ihn für das, was er tut. Er ist wahnsinnig intelligent, du kennst ihn ja. Mhm. Und ein sehr, sehr guter Mann. Und er bewundert mich manchmal für was ich tue. Und so, wir sind eigentlich sehr, sehr glücklich in der Beziehung. Mhm. Es gibt keine Konflikte mehr. Die einzigen, wie gesagt, die einzigen Konflikte, also es gibt noch einige Konflikte, wenn ich zum Beispiel jetzt früh um 7 das Haus verlasse oder um 6 und abends um 7 erst nach Hause komme. Das ist etwas schwierig für ihn. Und am Anfang war es sehr, sehr schwierig, die ersten 4 Jahre. Frau von Gelmini, bei Ihnen besteht dieses Problem noch nicht. Sie sind nicht verheiratet, aber könnten Sie sich vorstellen, zu heiraten, Kinder zu bekommen, einen Haushalt zu führen? Ja. Bei Ihrem Beruf? Das könnte ich mir vorstellen, aber das wäre allerdings schwierig. Das heißt, ich müsste im Beruf sehr vorsichtig sein mit dem, was ich wirklich dann an Angeboten annehme. Es dürften nicht zu viele sein. Mhm. Und ich glaube, es wäre was sehr Schönes und Beglückendes, wenn man eine Familie hat und sie gründet und sie auch zusammenhält. Lucia, in dem Beruf, den du ausführst, wendest du dich vornehmlich an Frauen. Und tausende von Frauen schreiben dir und kommen mit ihren Problemen zu dir. Gibt es da ein zentrales Problem, das immer wieder gleich ist? Ach, das zentrale Problem ist immer die Liebe bei den Jüngern, bei den weniger Jüngern. Aber ein Problem ist jetzt ziemlich stark. Um das klarzumachen, also das Problem, die Liebe, das heißt natürlich das Leid, das aus der Liebe entsteht. Leid natürlich, denn sonst würden Sie mir nicht schreiben. Wenn Sie sehr glücklich sind, dann schreiben Sie natürlich nicht. Wenn Sie unglücklich sind, dann schreiben Sie und wollen wissen, ob der Mann zu Ihnen passt oder nicht zu Ihnen passt. Und so. Aber ein Problem, das ich jetzt sehr traurig für die Frau empfinde, zumindest in Italien, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, durch die Krise verlieren viele Frauen ihren Beruf, nicht viele Frauen, die verheiratet sind und die also mit einem gewissen Gleichgewicht den Beruf ausgeübt haben und auch zu Hause waren und verdient haben und dadurch eine gewisse, sagen wir, eine gewisse Persönlichkeit behaupten konnten, nicht nachdem sie ihren Mann nicht dauernd um Geld gefragt haben. Und das ist jetzt leider Gottes, das geht jetzt sehr zu Ende, denn es gibt die ersten Entlassungen betreffen natürlich die Frauen. Und diese Frauen sind dann sehr unglücklich, weil sie dann ganz plötzlich von einem Moment zum anderen von ihrem Mann völlig abhängen und das nicht mehr gewöhnt sind. Und das ist meiner Ansicht nach ein Problem, das wahrscheinlich ist auch in Deutschland jetzt, dass es jetzt gibt, denn überall in der Welt ist jetzt diese Krise. Also, und das ist meiner Ansicht nach ein Problem der Frauen, das im Moment doch ziemlich gespürt, meines Erachtens. Eine Frage, die eigentlich nur du richtig beantworten kannst. Sind Frauen empfänglicher für Okkultismus, für übernatürliche Dinge? Sind sie empfänglicher für Aberglaube oder ist das nicht so? Ob sie empfänglicher sind, weiß ich nicht. Sie beschäftigen sich mehr damit. Vielleicht haben sie mehr Zeit. Vielleicht haben Frauen doch mehr Intuition, das glaube ich schon. Also Frauen haben eine intuitive Seite, die vielleicht den Männern fehlt. Und sie sind doch vielleicht irgendwie naiver, nicht? Und mehr. Ich glaube doch, dass Frauen im Allgemeinen sich mehr damit beschäftigen, im Allgemeinen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Wenn Männer in einem Beruf gut sind, dann sind sie meistens viel besser als Frauen. Das ist auch also die großen Hellseher waren alle Männer. Nicht? Eine ganz schwierige Frage an Sie alle, meine Damen. Glauben Sie alle, dass es in der Welt besser aussähe, wenn sie an einflussreichen Stellen mehr von Frauen regiert würde? Gäbe es weniger Hunger, weniger Terror, weniger Elend, weniger Krieg in dieser Welt? Wir haben in der letzten Zeit doch auch einige Frauen gehabt, die auf großen Stellen, zum Beispiel in Indien, in Israel und so. Es hat auch in vergangenen Zeiten, ich weiß, Maria Theresa nicht, und Königin Victoria und so weiter. Man müsste mal in der Geschichte ein bisschen mehr nachsehen, um genau Bescheid sagen zu können. Forsthaus Wernbrunn? Ruhe. Ihr wollt etwas sagen? Wir haben zwar nicht alles gehört, weil es hier ziemlich laut ist, aber zwei Aspekte scheinen mir in der bisherigen Emanzipationsdiskussion in Baden-Baden doch etwas zu kurz gekommen zu sein. Es wird meist über die Nachteile, die Frauen in unserer Gesellschaft haben, gesprochen. Es gibt auch ganz wesentliche Vorteile, heute Frau zu sein. Ich möchte nur mal zwei nennen und die eine Reaktion aus Baden-Baden haben. Ich finde, Frauen üben den allerwichtigsten Beruf in unserer Gesellschaft aus. Sie sind Erzieherinnen. Das beginnt in der Familie, das geht über den Kindergarten, das geht bis in die Schulen. Mindestens 70% der Pädagogen sind Frauen. Es gibt, glaube ich, gar keinen wichtigeren Beruf als den, darüber zu bestimmen, ob
künftige Generationen glücklicher werden als heutige sind. Ich will gar nicht behaupten, dass es gut ist, dass überwiegend Frauen Kinder erziehen. Ich stelle nur als Tatsache fest, dass Frauen da offenbar weit größere Chancen haben, heute in unserer Gesellschaft, wie sie ist, als Erzieherin tätig zu sein. Ein zweiter Vorteil ist natürlich, dass Frauen insgesamt viel älter werden als Männer. Ich weiß, da gibt es Widerspruch. Ich habe gestern im Statistischen Bundesamt, weil ich das ahnte, noch mal angerufen, um mir genau die Zahlen geben zu lassen. Männer werden heute in der Bundesrepublik im Durchschnitt etwas mehr als 67 Jahre alt. Und Frauen werden im Durchschnitt etwas mehr als 73 Jahre alt. Das heißt, Frauen werden insgesamt mehr als 6 Jahre älter im Durchschnitt als Männer. Auch ein Vorteil, den man nicht übersehen sollte in der Emanzipationsdiskussion. Deshalb ist ja in Amerika der große Reichtum in den Händen der Frauen, aus diesem Grunde. Den sie von den Männern übernommen haben. Ja, die Frauen leben länger und die meisten Männer heiraten sowieso jüngere, sagen wir nicht sehr viel jüngere, aber 5 oder 10 Jahre jüngere. Und der Vergleich wird dann eben noch weiter hinausgeschoben. Deshalb ist fast der ganze Reichtum der Vereinigten Staaten in den Händen der Frauen. Aber was Franz Alt gerade angesprochen hat und deine Antwort darauf, führt mich auf die Frage, gerade aus Amerika ist ja zum Beispiel eine gewaltige Bewegung losgegangen. Organisationen von Frauen, die gegen ihre Situation rebellieren und deutlich sagen, was sie wollen und noch deutlicher sagen, was sie nicht wollen. Wenn es überhaupt möglich ist, eine so umfassende Frage zu stellen, dann würde ich sie jetzt gerne an euch alle stellen. Wie sollte eigentlich das ideale Zusammenleben zwischen Mann und Frau aussehen? Ohne dass man jetzt solche diese üblichen Schlagworte Partnerschaft und das ist schwierig so ganz plötzlich zu sagen, aber ich glaube, dass die Einsamkeit, es ist doch heute alle Leute leiden furchtbar in Einsamkeit und Frauen vor allem, das sehe ich auch aus den Briefen, die sie mir schreiben. Sollte meines Erachtens, Entschuldigung, es sollte so aussehen, dass die Frau den Mann so fühlen macht, dass sie sich als Mann fühlt und der Mann die Frau so behandelt, dass sie sich als Frau fühlt. Und wenn das da ist, dann gibt es überhaupt kein Problem. Diese ganze Schreierei von Gloria Steinem und den ganzen Women Liberation Leuten in New York, ich meine, die haben noch nie einen gescheiten Mann neben sich gehabt. Ehrlich. Brigitte. Ich meine halt zu diesem Punkt noch, wenn man sich entscheidet füreinander, also ob man jetzt sich verheiratet oder so zusammenlebt, dann muss man immer sich darüber Gedanken machen, inwieweit man den anderen zuerst einmal sich selbst kennt und den anderen. Mhm. Ja, und das ist ungefähr das, was Sie auch dann gemeint haben. Und dazu kam, glaube ich, auch noch, wer was tut. Ja, sicherlich. Dann muss halt immer derjenige das machen, was er meint, dass er besser kann. Mhm. Die wollen schon wieder was da. Ja, Forsthaus, da komme ich aber noch mal zurück. Zu seinem Sekunde noch. Zweiten Punkt von vorhin wollte ich noch sagen, ob er sich denn dann auch danach erkundigt hat, wie es mit dem Berufstätigen steht, altersmäßig. Denn da habe ich mir auch sagen lassen, auch gestern in diesem Zusammenhang, dass die Frauen, die berufstätig sind, im Gegensatz zu den berufstätigen Männern, nämlich 10 Jahre eher sterben würden als die Männer, weil es eine Doppelbelastung für sie darstellt. Das wollte ich nur noch ergänzen. Ja, ich habe das auch gehört, dass berufstätige Frauen, Frau Beckenbauer, früher sterben, weil es eben eine Doppelbelastung ist, was sie machen, als Männer. Allerdings die Zahl 10 Jahre früher habe ich nicht gehört. Die UNESCO hat da etwas veröffentlicht über Statistiken in Industrieländern und da hieß es etwa 6 bis 7 Jahre früher. Ja, das ist auch noch ganz schön, aber naja. Franz, was die Brigitte gesagt hat, bestätigt meine alte Erfahrung. Frauen wissen nicht alles, aber sie wissen alles besser. Ja. Und ein ganz dickes Bussi müsste man eigentlich, über 320 Kilometer müsste man eigentlich auch noch der Elke sehen. Ich glaube, das ganze Problem ist schon in der ersten Szene von Faust richtig beschrieben. Elke, in den Ländern, in denen die Männer offensichtlich wenig interessiert sind an den schönen Dingen des Lebens, sind die Frauenvereine am stärksten. Richtig. Ja, was man so aus Baden-Baden hört, das hört sich eigentlich ganz gut an. Ich bin der Meinung, wir sollten aus dem Jahr der Frau ein Jahr des Mannes machen.
Aber es wäre nicht hilfreicher, Herr Richter, in der Partnerschaft, wenn es schon sein muss. Wenn ein Mann will, dass ihm seine Frau schweigend und aufmerksam zuhört, dann braucht er nur im Schlaf sprechen. Wenn ein Mann will, dass seine Frau ihm wirklich aufmerksam zuhört, brauchen er im Schlaf zu sprechen. Entschuldigung, ja. Ich habe nur was von Schlaf gehört, aber das soll natürlich nicht passieren. Das ist ja lustig. Du wolltest noch was sagen, Brigitte, dazu von vorhin. Ich glaube, über die Aufgabenverteilung. Ja, also, ich wollte zuerst zum Herrn Lemke noch sagen, weil er so genau auf diese 3 Jahre angesprochen hat, inwieweit, also in seiner Sendung, wenn es gewesen wäre, und er hätte also für seinen Stargast beantworten müssen, dann hätte er mit dem Kopf gemunkelt, hätte gesagt, da beantworten wir mit Jein. Also um diese Frage. Obwohl man das nicht tun soll, meine Damen und Herren, ich muss die Brigitte dazu auffordern. Sie hat nämlich nebenher noch so schnell gesagt, und dann möchte ich mal die Männer sehen, die dann zu Hause Aufgaben übernehmen, die uns Frauen immer bleiben. Also das Abwaschen und das dies und das jenes. Und da kam ich auf die Idee. Ich frage Sie hier im Studio, meine Herren, wer von Ihnen wäre bereit, Aufgaben zu Hause zu übernehmen, wie Kochen oder Kinder pflegen oder das? Gibt's da, wer wäre bereit? Richtig. Na, bravo. Sind es alle? Drei. Also ich müsste auch noch dazu. Ich wäre sofort bereit. Und tu das ja auch. Meiner macht das. Sind ja relativ wenig hier. Kocht keiner von Ihnen oder was? Was? Wie war das? Einen Tag vielleicht, aber nicht länger. Einen Tag, aber nicht länger. Meiner macht das. Meine Damen und Herren, ich bin jetzt ein bisschen in Schwierigkeiten mit der nächsten Ansage. Ich weiß nicht, ob das zum Thema schon beinahe dazugehört oder ob das etwas völlig Außergewöhnliches ist, das man noch nicht so richtig erklären kann. Es ist nämlich ein Phänomen, das einen weltweiten Erfolg hat. Ich spreche von diesen Transvestiten-Shows, die jetzt überall einen gewaltigen Erfolg haben. Und wir waren in einem Münchner Theater und haben aufgenommen La Grande Eugène. Thank you.
Meine Damen und Herren, sollten Sie zwei oder auch dreimal etwas ungläubig auf Ihren Bildschirm geguckt haben, es waren ausschließlich Männer in Frauenkleidern. Und der erste Mann, der auf diese Idee gekommen ist, mit diesen berühmten Transvestiten-Shows in der Welt einen geradezu unglaublichen Erfolg zu machen, der die Kritiker der großen Zeitungen der Welt zu Begeisterungsstürmen hingerissen hat, den begrüßen wir heute hier im Studio. Es ist Franz Salieri. Herzlich willkommen. Herr Salieri hat in Paris damit begonnen und er ist der Entwerfer der Kostüme, das Bühnenbild ist von ihm, er hat das Buch geschrieben, er führt Regie, Choreografie auch? Ja. Na, alles? Na, alles. Ja. Alles. Dann ist er der berufene Mann, ihn zu fragen, warum, Herr Salieri, glauben Sie, ist diese Art von Unterhaltung ein weltweiter Erfolg und das praktisch ja, gewissermaßen über Nacht? Weil ich begabt bin. Ach so. Aber ernsthaften, ich glaube, das ist eine, das Publikum kommt und, um außergewöhnliche Sachen zu sehen. Um etwas Außergewöhnliches zu sehen. Und wir sind nur Tänzer, Schauspieler, wie die anderen. Aber es gibt Exotismus, eine Sache exotisch. Und ich glaube, während der Vorstellung, das Publikum wird gefangen von eine Magie, eine ganz. Das Erstaunliche dabei ist, ich war in der Vorstellung, ich habe es in München gesehen, Sie sind inzwischen, glaube ich, in Berlin im Theater des Westens. Ich habe es gesehen und das, was mich am meisten erstaunt hat, war, dass das einfache Publikum, also nicht das Theatergewohnte, nicht Leute, die zwei- oder dreimal in der Woche ins Theater gehen, nicht nur nicht verwirrt waren oder verblüfft waren, sondern so begeistert, dass sie getrampelt haben, gejubelt haben und die Leistung dieser Profis aus Freude anerkannt haben. Es ist wirklich hervorragend. Ich darf Ihnen, Herr Salieri, und der Gruppe La Grande Eugène weiterhin diesen gleichen Erfolg in Berlin wünschen und überall, wo immer Sie hingehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Au revoir. Au revoir. Meine Damen, was sagen Sie dazu? Wie hat Ihnen das gefallen? Sum cuique. Das heißt, jedem das Seine. Da ist also ganz geteilte Meinung. Nein, nein, da schließe ich mich an. Nicht? Da schließe ich mich an. Ja, es hat Ihnen nicht gefallen.
Nein. Warum? Erstens sah ich nicht richtig, was da war, und ich fand es verzerrt, das Ganze. Aha, also dann würde ich Ihnen doch raten, wieder natürlich, ins Theater zu gehen und es sich dort anzuschauen. Da sehen Sie es dann richtig. Frau Dr. Kennel, auch eine ablehnende Haltung? Nein, es war nicht unangenehm. Also vielleicht denkt man etwas, wenn man weiß, dass sie Männer sind, aber wenn man nicht weiß. Es ist halt eine völlig neue Unterhaltungskunst. Und die Leute, die also da so hinströmen, die sind wahrscheinlich zuerst einmal recht neugierig. Und viele, glaube ich, wissen mit dem Wort Transvestismus nichts anzufangen. Und dann schauen sie es sich an und dann lassen sie sich mitreißen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass jetzt da die Elke Sommer parodiert wird, wäre sie mir in echt natürlich lieber. Dankeschön. Darf ich noch was Schönes sagen? Ja, bitte, natürlich. Es gibt da eine, es fällt mir eben ein, vielleicht war ich etwas ungerecht. Es gibt eine...